Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir schon mal unseren ersten großen Stern bekommen und haben jetzt somit das Badezimmer freigeschaltet, wo wir auch schon mal was gemacht haben. Können wir mal gerne nochmal nachschauen. Und zwar in der Sternstaub-Galaxie schon mal den ersten Stern bekommen und da machen wir definitiv weiter. Wir könnten zwar jetzt schon eine neue Galaxie freischalten, aber wir machen erstmal ja bei der Sternstaub-Galaxie weiter, weil dort haben wir ja noch zwei Sterne zu erledigen. Und bin mal gespannt, was jetzt der aktuelle Stern jetzt so sagt. Kamek's Flotte greift an. Das sagt alles. Obwohl, dass es nicht so schwer wird, weil selbst der Name schon, ey, wird schon ein bisschen assi. Aber okay, gut. Die Luftschiffmucke ist schon dabei. Okay. Da wird es etwas dramatisch. Captain Toad? Mario, mein Suchtrupp, der sich in Kameks Flotte eingeschlichen hat, kommt einfach nicht mehr zurück. Ich, der Kapitän, werde sie retten. Wart's nur ab. Okay, ich hoffe, du wirst irgendwann Erfolg haben dadurch. Dürfte ich jetzt mal in den Stern da rein? Okay, dankeschön. Ich habe da schon gefailt. Irgendwie schon so ein bisschen. Fängt ja gut an für den Bart. Aber okay, gut. In der Ferne sieht man sogar schon die Hasen. Warum sind da die Hasen dabei? Wirkt ein bisschen komisch. Warum die auch immer dabei sind. Muss man die wieder fangen, oder was? Sind wahrscheinlich insgeheime Luma wahrscheinlich. Wie beim ersten Part. Nö, die springen einfach nur so, aber man kann die ansprechen. Wenn du etwas an einem hohen Ort aufsammeln willst, springe und führe dein Eindreher aus. Ja, danke, das weiß ich. Danke der Nachfrage. Hast du noch irgendwas zu sagen? Spreng und dreh dich. Nee, jetzt nicht. Ich mache einen Weitsprung. Nehmen wir bei. Okay, das hat auf jeden Fall was gebracht. Ich weiß schon, wie das geht, aber danke für die Info. Wollte eigentlich die ganzen Münzen mitnehmen, aber dann halt nicht. Dann geht's halt weiter. So, perfekt. Jetzt sind wir auf dem nächsten Luftschiff drauf. So. Die treten wir auf jeden Fall weg hier. Wir wollen ja natürlich die Sternteile hier bekommen. Ist ja logisch. Ja, warum ist denn hier ein Koopa-Panzer? Kann man den benutzen oder was? Befreien wir erstmal hier die Toads. Die haben es verdient. Ich hätte gedacht, da war ein Sternteil. Hä? Schleudere einen Panzer in die Schatztruhe. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um einen Panzer zu werfen. Okay, hat das damit irgendwas auf sich? Ich will erstmal die Truhen mal inspektionieren. Wie auch immer. Nein, du sollst nicht daran klettern, du sollst... Man kann die nicht aufmachen? Okay. Da war hinten hier irgendwas gewesen. Wo ich daran drehen kann. Also das sah zumindest so aus. Hey, ich kann auch geduckt so ein... Das sieht voll stylisch aus. Wie so ein Breakdance-Move irgendwie. Oh, lol. Okay, ich hab das einfach versucht. Ich wusste das jetzt nicht. Lol, war random, aber ja, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich benutze jetzt mal den Panzer. Und der bringt mir jetzt was? Okay. Ach so, nur damit kann ich wohl nur die Schatztruhen öffnen. Wow. Und da drin ist nur eine Münze versteckt. Naja, besser als nichts so. Okay. Nee, bringt nichts. Wow, nur kurz mal abblocken. Aber das war's auch schon. Okay, das war unnötig, dass ich das jetzt gemacht habe. Okay, dann hole ich mir jetzt noch ein Panzer, damit wir die Schatztruhe jetzt aufmachen. Nein. Och, war das jetzt richtiger Fail. So. Jetzt aber. Perfekt. So, dann sehen wir nun weiter. Wir sind ja fast beim Schluss, so wie es aussieht. Weil das andere Schiff sieht etwas krasser aus als die vorherigen vom Design her, natürlich.
Achso, hier ist so ein Stern, deswegen hat sich die Hand jetzt auf einmal so gebildet. Ich dachte schon, hey, was ist los? Soll ich das jetzt schon benutzen? Mach's jetzt einfach mal kurz. Ah nee, um da reinzukommen. Nein, 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 da will ich noch nicht rein. Da will ich noch nicht rein. Ach so. Ist da hier irgendwas da drinnen? Nö. Ist nur Deko. Okay, alles klar. Kann man den eine Weile behalten, wenn man will, oder? Okay, eine Red Shell. Warum laufen die Koopas jetzt auf einmal so komisch? Beziehungsweise der. Aber okay. Und was ist hier drin? Nein, jetzt würde ich... Ah nee, da kommen die nur raus. Ach so, na dann. Oh, das war jetzt ein richtiger... Noob-Wurf. Komm jetzt aber... Hä? Ah, so ist so wieder Boss-Zeit oder was? Ich spüre es schon so langsam. Hab ich nicht umsonst einbekommen. Hoffe, dass der Rachel ein bisschen besser was daraus macht. Vielleicht, keine Ahnung, greift irgendein Gegner gezielt an vielleicht. Jo, ich habe gerade geworfen und da trifft ein Gegner. Aber den habe ich jetzt nur einmal bekommen. Okay. So, da bist du jetzt nun fällig. Ja, mein... Ja, habe ich schon gecheckt. Das werde ich nach Abschluss des Partys auch tun, die Batterien zu wechseln. Ich habe genug Batterien, also von daher. Aber auch noch solche, die nicht wieder aufladbar sind. Also ist es ein bisschen unpraktisch, aber die halten lange, keine Sorge. Die haben ja für die ersten 6 Parts... haben Gutes gegeben, Gutes geleistet. So, was ist es jetzt hier für ein Boss? Kamek selber oder was? Lol. Sieht der aus? Ist ja übelst hässlich. Das sieht übelst hässlich aus. Okay, wie kann ich dich so besiegen, mein Freundchen? Hat es mit deiner komischen Magie zu... Oh ja, ja komm. Komm her, Green Shell. Nin, nin, nin. Komm her. Komm, dich fist dich jetzt. Ah, verdammt. Da ist noch eine grüne gedroppt. Ja, okay. Komm her, komm her, komm her. Bam, in your face. Das ist jetzt schon als erster Treffer jetzt schon... golden. Oder wie auch immer. Ich will es mal hoffen. Na, drop nochmal eine grüne. Komm her. Komm her. Du sollst herkommen. So, zweiter Treffer. Hast du auch mehrere Formen? Oder? Wow, er braucht die Unterstützung von diesen Kamex jetzt auch noch. Weil er nichts drauf hat. Ja, jetzt werde ich getroffen. Ich habe es selber noch nicht mal richtig gecheckt. Okay, alles okay. Alles noch in Ordnung. Die grüne nehme ich mir auf jeden Fall. Oder auch nicht. So, jetzt sind erstmal diese Mini-Kamex erstmal weg. Kannst du nochmal eine grüne droppen? Damit wäre ich dir sehr verbunden, wenn das okay wäre. Achso, da sind nur Münzen drin, ne? Ah, das ist nur so ein Block. Scheiße. Mann, gerade eben hat er eine grüne gedroppt und jetzt dauert es wieder eine Weile. Komm. Ich kann ja nur die Bällen die roten Feuerbälle kann ich ja nur ausweichen. Gib mir... Hä? Was war denn das jetzt? Hä, warum denn? Jetzt auf einmal, ich dachte schon. Ja, nice. Dritter Treffer. Nee, du bist nicht jetzt schon down. Du bist nicht jetzt schon down. Der war ein bisschen zu easy. Ich habe mich zwar so 2-3 Mal treffen lassen, aber es war ein bisschen zu easy. Ja gut, wenn nichts weiterhin passiert, würde ich mal die Münzen mal so währenddessen mal einsammeln. Aber dabei nicht sterben, wenn es geht. Dankeschön. Auf der rechten Seite waren ja noch ein paar. Vor allem hier im Block. Ja, geht gut. Auch in Ordnung. Den nehme ich mir auch nochmal mit. So. Der war viel zu leicht. Der war viel zu leicht irgendwie. Aber warum ist er schon nach 3 Treffern down gegangen? Ich verstehe es nicht. Der war wirklich viel zu easy. Also den hätte man ruhig mehrere Phasen geben können, ne? Also, das spricht
da spricht schon mal nichts dafür. Nee, nichts dagegen, so. So, 389 Sternteile, einmal frei. Eine Veränderung. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen sind aufgetaucht. Okay. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schabernack-Kometen, frag den Luma dort drüben. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Gerne speichern. Auch 10 Minuten. Boah, für einen Stern. Heftig. Okay, gut. Das ist bei der Terrasse, also ist das hier gleich oder was? Den kann ich ansprechen, oder wie? Oder ist das wieder so ein Luma, der wieder Sternteile haben will? Nee. Wenn du etwas über die Schabernack-Kometen erfahren möchtest, frag einfach mich. Soll ich dir etwas über die Kometen sagen oder soll ich sie bewegen? Sag's mir erstmal. Die Schabernack-Kometen sind lästige Dinger, die sie verwandeln Galaxien in völlig andere Orte. Rote Kometen begrenzen die Zeit, die du in einer Galaxie verbringen kannst. Och nö. Och nö. Ich glaube, das wird schwer. Risikokometen begrenzen deine Lebenskraft auf 1. Es wird ja mal besser. Schattenkometen lassen nicht ein Rennen mit einem Klon abhalten. Und Tempo-Kometen machen deine Gegner schneller. Ernsthaft? Den Rest musst du selbst herausfinden. Viel Spaß! Oh ja. Den werde ich haben. Vor allem die zwei, die mir besonders gut gefallen. Per Zeit und nur ein Leben. Geil! Darauf freue ich mich schon mal drauf, aber hier ist ja schon so ein roter. Was hat er nochmal gesagt? Die roten waren hier begrenzte Zeit? Ach du Scheiße. Ja, komm. Damit wir schon mal das Adrenalin spüren, machen wir das jetzt schon mal. Um mal den ersten Versuch mal zu starten, wie sich das Ganze so anfühlt. Ah, Scheiße. Ach, ich sehe es hier schon. Anflug auf roter Komet. In der Eierplanetengalaxie. Also kommen später noch Sterne. Weil das wäre ein bisschen zu wenig. Eine wirkliche Galaxie, nicht diese Mini-Galaxien für einen Stern. Wirkliche Galaxien, die 3 Sterne haben. Wäre ein bisschen unnötig, wenn es bei 3 geblieben wären. Weil das wäre ein bisschen zu wenig. Okay, machen wir das mal. Anflug auf roten Kometen in der Eierplanetengalaxie. Oh, Scheiße. Oh, hu, hu, hu. Toll, ich freue mich drauf. Das wird doch nicht. Das ist eine Zeitangriff, Dino Piranha. Muss ich schnell dorthin und den auch besiegen? Oh ja. Leichte rötliche Färbung auch noch. Wow, der Kontrast hat sich verändert. Oh Gott, und wie lange? 4 Minuten. Alles klar. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Wie komme ich zum schnellen Weg jetzt dorthin? Ich glaube hier nach oben, glaube ich, ne? Kann ich nicht dahin nach oben? Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell. So, okay, gut, ja. Ja, alles okay. Alles gut. Oh, ich glaube, das werde ich überhaupt nicht schaffen. Nein. Das kann ich vergessen. Das Beweg dich schneller! Du Klempner Boy! Ja, genau, natürlich! Weg da! Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Komm! Ich werde es nicht schaffen, First Try. 3 Minuten 10, ich habe schon 50 Sekunden verschwendet. Komm, weiter! Schnell! Juge! Noch 3 Minuten! Scheiße, diesen komischen Fragezeichen-Stern da. Hat der was gebracht? Ja, stimmt, der hat mich nach oben gebracht. Hoffentlich mache ich das alles richtig. Bis jetzt. Ich will es stark hoffen. Ah, hier, wo ich zum ersten Mal richtig krass gefailt habe. Und ich sogar runtergefallen bin! Alter! Chill dein Leben! Aber geht's weiter? Hallo!
Wo geht's weiter? Wo geht's? Wie beim ersten Part. Wie beim ersten Part, ey. Nee, ne? Das ist nicht wahr. Mach hinne, mach hinne! Renn! Junge! Sprech den Luma an, du Pfeife! Ja, okay, gut. Ich hab's verstanden. Oh, Mann. Ich hasse Zeitdruck. Gerade bei solchen Games wie hier gerade Mario Galaxy oder zum Beispiel bei den Donkey Kong Spielen, ob das jetzt die älteren sind oder ja, etwas neueren wie, keine Ahnung, Donkey Kong Country Returns oder Tropical Freeze oder whatever. Unbegrenzt mit Zeit, da gibt's keinen Zeitdruck oder sonst noch was. Das ist wenigstens schön, da kann man sich ruhig Zeit lassen. Aber sowas hier ist zum Kotzen! Hallo! Alter. Wer hat sich so einen Scheiß einfallen lassen? Ohne Witz. Nintendo ist ja klar. Nein! Ich glaube, ich bin irgendwie gerade noch langsamer. Kann das sein? Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Ich hasse Zeitdruck. Laut schneller, Junge. Oh, Mann, ey. Das schaffe ich doch nicht. Das ist doch Mist. Wie ging es denn dann überhaupt nochmal weiter? Nach diesen komischen anderen Kettenhunden da hier. Ab hier. Wo ging es denn da nochmal weiter? Ich hab keinen Plan mehr. Das ist schon wieder, was weiß ich, lange her. Seit Part 1. Habe ich keinen Plan mehr. Da muss ich irgendwo hier rein? Ach, ja, bei der... Okay, ich musste dir diese große Piranha-Pflanze erledigen, um hier weiterzukommen. Komm schon! Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Es wird immer rot. Es wird immer röter. Wie auch immer. Einfach hier nur nach oben. Einfach nur nach oben. Einfach nur nach oben. Mach schneller! Oh, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ach, da muss... Nee, dahin muss ich auch noch. Das schaffe ich nicht. Ah, nee, da ist er schon. Okay. Ich glaube, ich kann's noch schaffen. Kann man das wegdrücken zufällig? Nee, geht nicht. Egal. Bin zwar ohne Zeitdruck, aber das mache ich jetzt auf die Schnelle. Hier, mich kurz heilen. Und bam, erstmal das Ei zerschellen lassen. So, komm. Dich kriege ich jetzt noch hin. In eine Minute 46. Komm, du bist nicht so schwer. So, den ersten Treffer hast du schon mal kassiert. Ah ne, der hält glaube auch nur zwei durch, glaube ich, ne? Irgendwie bin mir gerade nicht so sicher. So, bam. Ah ne, drei Treffer. Ne, okay, gut, dann ist es noch einer. Okay, dann kein Problem. Oh Mann, war der Treffer knapp. So, jetzt aber. Okay, ich hab's geschafft. Alter, ich stand wirklich so krass unter Zeitdruck. Ohne Witz. Alter. Ey, das ist nicht mal normal. Aber ich habe es wenigstens noch geschafft. Alter Schwede. Puh. Aber es war, wie ich es schon erwähnt habe, es war so ein kleiner Adrenalinkick, muss ich schon mal so sagen. Alter, richtig heftig. Okay. Aber das war's erstmal, oder? Nochmal halte ich das nicht durch, ey, auf kurze Dauer. Ne, das war im letzten Part. Hä, hier ist noch einer? Der wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Aber hier ist schon mal... Warte mal, das interessiert mich jetzt. Ich gehe da nur kurz hin. Ich will das nur... Ich will nur nachschauen. Ich mach das jetzt nicht. Ne, auf jeden Fall wird da noch auch einer kommen. In der Zukunft. Aber warum ist das da schon vorgegeben, obwohl das quasi noch nicht mal bekannt gemacht wurde? Verstehe ich nicht. Ist komisch.
Ja, gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir für erst hier Schluss. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und ja, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum... Und lauf nicht automatisch, Mario. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.